Dieses kleine Ding hier kennen wir alle, eine Batterie. Sie speichert Strom, aber nicht gerade viel. Wenn man im großen Stil Strom speichern will, braucht man eine viel, viel größere Lösung. Der Stromspeicher, den wir heute besuchen, der ist 600 Milliarden Mal größer als diese Batterie. Das ist der Diesberg-Stausee mit mehr als 4,9 Millionen Kubikmetern Wasser. Ein 36 Meter hoher Damm hält das Wasser zurück, bis auf das, was zuerst durch einen Tunnel im Berg abfließt und dann in zwei dicken Rohren in die Tiefe stürzt. Direkt zum Pumpspeicherkraftwerk Diesbach, das Herzstück der Riesenbatterie. Das ist insofern eine Batterie, wenn wir einen Stromüberschuss haben, pumpen wir Wasser vom Tal in den Stausee rein und können es dann in gegengesetzter Richtung zur Stromerzeugung wieder verwenden. Wenn zum Beispiel die Sonne scheint und viele Solarpaneele Strom ins Netz einspeisen, ist Energie im Überfluss vorhanden. Dieser Strom fließt dann zum Teil in die Pumpen hier in Diesbach. Das Besondere ist daran, dass wir 24 Pumpen haben. Und das hat den riesen Vorteil, dass ich die Energie anders anbieten kann, was ich zum Pumpen zur Verfügung habe. Sprich von 760 Kilowatt bis 30 Megawatt. Ist das stufenlos regelbar. 24 Pumpen stehen hier in Reihe und Glied. Orange, alles was mit Strom zu tun hat, also die Motoren. Und blau, alles wo Wasser fließt. Laufen alle Pumpen, dann pumpen sie 3,3 Kubikmeter Wasser pro Sekunde den Berg hoch. Soll das Kraftwerk Strom liefern, dann geht es wieder retour. Wir führen das Wasser über eine 700 Höhenmeter geführte Druckrohrleitung ins Tal. Und da haben wir unten dann 70 Bar, wo wir den Wasserstrahl auf ein Peltonrad bringen und das in Drehbewegung und die kinetische Energie in elektrische umwandeln. Wie der Wasserdruck mit der Fallhöhe zusammenhängt, kann man ganz gut selbst ausprobieren. Wir leeren unsere Gießkanne direkt auf unsere Handfläche. Ein bisschen Wasserdruck, aber okay. Jetzt kommt der Wasserstrahl aus fast 10 Metern Höhe und autsch, der Wasserdruck ist deutlich größer. Pro 10 Meter Fallhöhe steigt der Druck um 1 Bar. Mit 70 Bar Druck drehen sich die 5 Tonnen schweren Peltonräder wie von selbst. Das Wasser schießt aus zwei Düsen und trifft direkt auf die Becher. Ein Strahl von vorn, einer von unten. Die Düsen steuern den Durchfluss, denn die Turbine muss sich mit konstanter Geschwindigkeit drehen. Der Generator, wenn ich jetzt hochfahrt, dann muss ich die Drehzahl von 750 Umdrehungen erreichen, dass ich meine 50 Hertz habe und dann kann ich ans Netz gehen. Das Wasser fließt weiter in das Speicherbecken und dort wartet es darauf, wieder hochgepumpt zu werden, um die Batterie von neuem aufzufüllen. Pumpspeicherkraftwerke sind aber nicht die einzige Möglichkeit, um große Mengen Energie zu speichern. Es gibt auch Druckluftspeicher und es gibt die Möglichkeit, Strom in Wasserstoff umzuwandeln und dann zu speichern. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, die Zukunft wird noch einiges bringen.